Leben. Ich werde euch in 4 Gruppen einteilen. Und jede Gruppe wird eine Stunde Zeit haben, um sich selbst eine Choreo auszudenken. Zu Michael gesellt sich bitte Anita und Nelson. Die zweite Gruppe beginnt mit Resa. Zu Resa dazu kommt Olli und Karen. Die nächste Gruppe ist Rudi, Chris und Carrie. Und last but not least haben wir Ray, Nasia und Lorena. Jetzt geht es darum, ihre eigene Kreativität zu zeigen. Zu zeigen, was haben sie selber als Erfahrungsschatz im Choreografieren und als Tänzer mitgebracht. Die Gruppe hat 1, 2 ganz clevere Sachen gemacht. Sie haben unterschiedliche Bilder, selbst mit sich 3 Personen, unterschiedliche Bilder und Verschiebungen gemacht. Das lässt das Auge immer wieder zwischendurch neu aufhorchen. Wir haben relativ wenig gemacht, dadurch, dass wir das alles so sauber gemacht haben. Und jetzt wissen wir nicht, was jetzt besser ist. Ob wir jetzt das Wenigere haben und dafür sauberer tanzen oder wir viel und schnell und mehr haben, aber dafür nicht so sauber. Es wird schwierig, diese ganze Choreografie mit 3 Leuten, alle unterschiedliche Tanzstile vielleicht zusammenzupacken. Die Gruppe hat bis jetzt die längste Choreo gemacht, also einfach am cleversten gehandelt. Einfache Schritte, schnell hintereinander, trotzdem kreativ gewesen. Wow, ist aber auch noch nicht so viel, oder? Wir sind in 15 Sekunden. Ich habe Angst halt, dass unsere Gruppe rausfliegt, weil wir einfach nichts auf die, also das irgendwie gar nicht auf die Reihe bekommen haben. Ihr könnt doch nicht alle bloß mit 10 Sekunden Choreo ankommen und dann 4-mal in Spagat hier rutscht. Was soll ich mit 4-mal in Spagat? Bloß weil du, es geht darum, dass ihr zeigt, was ihr als Gruppe könnt. Als Gruppe. Gut, wir sehen uns gleich. Mann, ey. Ich werde mir jetzt alle 4 Gruppen einmal ganz genau angucken. Ich werde nicht einzelne Personen aus den einzelnen Gruppen auswählen und sagen, du bist weiter, du bist raus. Sondern entweder ihr seid als Gruppe, als Crew, gleich weiter oder ihr fahrt nach Hause. Als nächstes haben wir die Gruppe von Carrie, von Rudi und von Chris. Okay, los geht's. Karen, Resa und Olli. Du darfst nicht aufhören zu kämpfen, bevor die Schlacht zu Ende ist. Das ist nicht gut, Kleine. Läuft nicht alles im Leben, wie man will. Und man muss dann die Entscheidung akzeptieren, wie es halt jetzt kommt. Und dann weitergehen. Wir fangen an mit Carrie, Chris und Rudi. Carrie, du warst in der Runde vorher ein Wackelkandidat. Hast richtig verkackt. Ja. Carrie habe ich schon ein paar Mal gesehen und ist vorwärts gegangen, hat gesagt, okay, ich will unbedingt was erreichen, ich will was schaffen. Ja. Und ihr habt's geschafft. Ihr habt es geschafft. In die nächste Runde. Ihr habt euch am Anfang nicht damit aufgehalten, wer ist der Chef, wer hat sich einzuordnen, welchen Weg gehen wir, sondern ihr habt relativ schnell Entscheidungen getroffen. Und Entscheidungen treffen ist das Geheimnis von Erfolg. Und erfolgreich wart ihr. Ihr seid weiter. Herzlichen Dank. Karen und Resa, Nelson, Michael und Anita. Ich muss es nicht spannend machen, ihr wisst, was jetzt passiert. Eine Gruppe wird es geschafft haben und die andere nicht. Eigentlich, als ich euch beim Proben gesehen habe, dachte ich, hey, gar nicht so schlecht. Dann war dieses gar nicht so schlechte relativ schnell vorbei und ich dachte so, wow, da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Und Karen hat sich selber vorher schon den Todesschuss gegeben, in Bezug auf Erfolg, bevor überhaupt die Schlacht geschlagen wurde. Bei euch war es so,
Ihr dachtet, jeder von euch muss einzeln, Maike, Nelson und Anita in den Proben, jeder muss einzeln glänzen, aber dann muss ich euch doch nicht als Gruppe zusammenpacken. Das muss ich doch dann nicht machen. Und jetzt mache ich es ganz kurz. Die Gruppe, die sich freuen kann, die Gruppe, die weiter ist, die Gruppe, die wieder antreten kann, die Vollgas geben kann und jetzt wirklich loslassen kann, ist... diese. Bei dir kann deine Schwester jetzt für dich den Thron versuchen mitzubesteigen. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Sollte halt nicht so sein. Wenn man wirklich so einen Traum hat, der dann so von einer auf anderen Sekunde zerplatzt, ist das einfach zu hart. Alles, alles Gute. Okay? Ihr müsst leider jetzt gehen. Ich will morgen sehen, welche der beiden Gruppen, die wir jetzt gleich einteilen werden, bei den Zuschauern, die euch nicht kennen, am besten ankommt. Ich hoffe, dass sie die Nacht zum Tag machen, dass sie im Foyer, in ihren Hotelzimmern und überall daran arbeiten, morgen eine gute Performance zu haben.